Ja, moin, moin. Hier ist mal wieder die Axt im Walde und ich sag mal, ja, ihr seht das richtig. Heute gibt es mal erst kein The Forest. Denn ich sag mal, immerhin ist das bei mir schon üblich, dass es nicht ganz üblich, sondern eher unüblich zugeht. Wir befinden uns hier in der Demo-Version von The Land of Pain. Der eine oder andere hat das vielleicht schon ein bisschen mitbekommen, wenn er sich hier für, ja, neu ankommende Independent-Spiele ein bisschen interessiert im Internet. Und vor zwei Tagen, bin mir nicht mehr sicher. Ich denke mal am 9 und... Ja, laut ist das. Laut. Ist schon ein bisschen laut hier im Hauptmenü. Auf jeden Fall kam das, die Demo hier am 29. Oktober kam das raus. Und wir befinden uns hier auch direkt im Hauptmenü. Ja, haufenweise Vermerk, wir gucken uns auch durch, ja, nicht nur, dass die Entwickler hier sagen, der Entwickler ist das ja einer, soweit ich weiß, auf der Unreal Engine, ja, wir gucken uns durch, es gibt hier zurzeit nur Englisch und Italienisch, ein paar Grafikeinstellungen, ja, ich belasse das auch mal hier so, wie das steht, ne? Spieleinstellungen sind nicht viel, ein bisschen Maussensitivität, verstellen auch die Maus invertieren und so weiter und so fort. Und ich sag mal, wir steigen hier direkt ein in ein neues Spiel. Ich kenne das selbst noch gar nicht. Ja, das heißt, genau das, was ihr hier jetzt seht und erlebt, erlebe ich zum ersten Mal mit euch, beziehungsweise ihr mit mir. Ja, los geht's, ne? Neues Spiel starten. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal richtig gespannt. Ach, die Ladezeit. Mal gucken. Das ging aber fix. Oh, und es geht auch schon los, ja. WSAD, um zu bewegen. Leertaste, um zu springen. Und C, um sich zu ducken. Ich nehme auch hier jetzt mal die Maus. Und ich merke auch direkt schon mal eben, ja, die Sensitivität müssen wir hier mal erst anpassen. Das gefällt mir so nicht. Die reißen wir hier nach oben. Dass hier die Schwarte kracht. Naja, schon besser, ne? So gefällt mir das eher. Jo. Unreal Engine. Ja. Ich weiß nicht, was hier in dem Spiel zu tun ist. Ich bin hier ganz ehrlich. Ich laufe einfach mal irgendwo lang. Mit Shift ist hier Sprinten angesagt. Ja, ein bisschen verzögert läuft das hier ab. Auf der Leertaste. Ich drücke hier drauf und ich sag mal eine gefühlte halbe Sekunde später. Wobei... Ach so, ich halte die gerade gedrückt, ja. Ich habe die nicht losgelassen. Es passiert hier nichts. Ich lass jetzt los. Ja, das ist die halbe Sekunde. Das wird hier gemessen ab dem Zeitpunkt, wo man die Taste auch wieder loslässt. Ja, interessant. So, hier liegt ein Haufen Gerümpel. Land of Pain. Ja, hört sich auch ganz erschreckend an. Und die Story soll ja auch hier recht tief und dunkel sein. Soweit ich das ein bisschen hier gelesen habe auf den sozialen Medien, Plattformen, Social Media, wenn man das heutzutage hier nennt. Oh Mann, ich krebs hier auch direkt immer nur an der Grenze rum. Bin weit weg vom Ausgangspunkt, von dem ich an für sich gestartet habe. Und ich laufe hier auch direkt mal erst querfeld ein. Was mir gut gefällt, ist definitiv die atmosphärische Musik. Oh, da vorne ist eine Treppe, ne? Aber zuerst gucken wir hier noch ein bisschen rum. Wir wären hier von oben. Ja, ja, von da oben wären wir gekommen. Nochmal ab ins Gebüsch. Ein bisschen hier. Oh, ich finde, das ist mal schick. Sehr detailliert, sag ich mal, ne? Die Tanne hier. Auch hier, gerade so im Vordergrund. Das ist mal schick.
Ja, Blümchen gibt's auch. Ab und an blitzt hier mal ein bisschen buntes Zeug raus. Oh, da wird's ganz zappenduster. Also nicht dunkel, sondern düster. Ja, laufen wir auch mal hier lang. Aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, auch von der Waldatmosphäre hier. Ist schon angenehm hier mit den Viechern und all den Geräuschen. Oh, das sieht gut aus. Ich denke mal, das sieht jetzt gut aus. Ajo. Oh ja, ein Wässerchen da unten. Und die Vögel oben, ne? Sag mal, ja, nett gemacht hier. Grafisch ordentlicher Ausblick und wir haben auch mit Taste J wie Julius oder auch Taste J wie Journal, haben wir jetzt ein Journal bekommen. Ja, sagt man hier schließlich, nach 2 Stunden des Herumwanderns in den Wäldern sind wir endlich angekommen. Ja, der Herbst ist auch schon da und ja, das Lüftchen ist ziemlich kalt. Von hier weg, können wir hier unsere alte Hütte erkennen? Und direkt dort drüben? Direkt dort drüben, ja, können wir unsere alte Hütte von hier erkennen. Am Fuße des Weges. Ja, ist eine alte Hütte vom armen Vater, der in Liebe mit der Natur gewesen ist, so wie auch die Spielfigur selbst. Ja. Sagt auch weiter hier, erstmal werden wir die Nacht dort verbringen. Ja, und irgendwo beim Dawn, ist das der Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, ich bin mir nicht mehr sicher, werden wir auf jeden Fall wieder das Ganze verlassen, um die Bergspitze zu erreichen. Ja, dort wo das große Kreuz ist. Neben dem, weiß ich nicht, Precipice, ja, müsste ich erstmal hier los übersetzen, kenne ich nicht. Ja, und von der Aussicht her wird die Landschaft definitiv atemberaubend sein, Ausrufezeichen steht hier. Oh ja, und in der Natur zu sein, mit der Natur verbunden zu sein, das ist genau das, was die Spielfigur jetzt benötigt, um Stress abzubauen. Ja, direkt mal wieder zu das Journal. Liest sich ganz gut. Vor allem liest sich das definitiv nicht dunkel. Ja, ich werde mich jetzt erstmal hier hüten, runterzuspringen. Und gucke ich mir das Laub an. Mann, oh Mann. Sieht das ordentlich aus. Und die bunten Blümchen. Oh nee, oder? Das ist schon mal schick. Und da kommt auch immer wieder neues Laub nach. Ja, wobei ich mich gerade... Oh, was macht... Oh, der tanzt ein bisschen hier im Schatten. Ich mache hier nur mit der Maus und das sieht hier aus wie Rocky. Ja, Eye of the Tiger. Dum, 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 dum. Ja. Oh Mann. Auf jeden Fall, ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier das abfallende Laub auch liegen bleibt. Beziehungsweise, ob das, was wir hier am Boden sehen, das abgefallene Laub ist. Ich denke mal, das ist schon ein Spielelement. Das wäre so schick, wenn das denn so wäre. Ich denke mal, das ist nämlich nicht so. Wir bewegen uns auch weiter. Ja. Ja, der Ausblick ist auch atemberaubend. Oh, guck mal, hier unten. Ja, hier unten ist der Steinweg, die Treppe nach unten. Also das mit der Hütte, ich konnte die noch nicht so ganz erkennen vorhin. Ja, ist auch schwierig bei dem Gegenlicht in der Natur, ja. Das sieht mir hier auch nicht nach
der Naturformation an von den Steinen hier. Das hat auch einer gebaut, ne? Da hinten die Berge. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, es ist auf jeden Fall, das ist ohne Zweifel Herbst. Ja, jetzt haben wir das auch gut passend zur aktuellen Jahreszeit. Ich weiß nicht, ob das hier vom Entwickler beabsichtigt war, beziehungsweise ist. Aber das ist schon interessant irgendwie. Ja, Demo kommt hier im Oktober raus und das Spiel nimmt erstmal im Herbst Platz. Das ist gut. Das gefällt mir. Oha. Ja, ich sag mal, ab und an ist das schon ganz dienlich, ne? Wenn man sich hier ein bisschen abseits der vorgegebenen oder der suggerierten Pfade begibt. Oh. Linke Maustaste hier, um mit den Objekten zu interagieren. Feuerholz. Ich drück hier drauf. Wir brauchen das Feuerholz nicht. Ach so, in der Hütte ist genug Feuerholz für die nächsten Tage, sagt das Teil hier. Na, was gibt's hier sonst noch? Oh, ich denke mal hier auf den Screenshots, ja, war hier auch zu sehen. Hier, das, die Ansammlung der aufgestapelten Holzstücke. Ja, brauchen wir nicht, genau. Oh, diese Holzanstapelungen, Aufstapelungen waren definitiv in den Screenshots zu sehen. Ich sag mal, die waren auch ganz gut beeindruckend. Auf mich persönlich hat das, was ich bisher vom Entwickler gesehen habe, ja, ich gucke ja immer ein bisschen mit. Oh, speichern tut das, gerade links oben gewesen, das Symbol. Ich gucke ja immer ein bisschen mit hier auf Twitter und auch wenn ich hiervon kein Freund bin, auf Facebook manchmal so ein bisschen rein fratzenbüchlen, ja, sagen wir mal. Und das war schon ganz beeindruckend. Ich denke mal, der Entwickler, der kümmert sich hier auf jeden Fall um das Spiel und das ziemlich ordentlich. So, jetzt laufen wir wieder ein bisschen Stück entlang. Springen hier über das Grasgebüschel drüber. Oh Mann, das ist ein langer Weg, ne? Und mal wieder hier abseits ein bisschen gucken. Oh ja, jetzt hat der gute Mann auch zu schnaufen begonnen, ein bisschen. Ich denke mal, es lässt sich auch nicht willkürlich, ja, mit jeglichen Objekten interagieren. Oh Mann, okay. Da ist mal irgendwas, ab oder runter gebrochen. Nee, oder? Nee, es sieht eigentlich intakt aus. Wobei. Ja, weiß man nicht. Aber schon schick das Ganze hier. Auch hier am Boden mit der Erde, ne? So, hier geht's weiter. Land of Pain. Ja, ein vielversprechender Titel. Oh ja, da vorne ist die Hütte hier. Das freut mich. Und ein Wässerchen. Ich sag mal, bevor es zur Hütte losgeht, hier Wässerchen. Erstmal Wässerchen, hier Blümchen, ja. Ich sag mal, das auch schon schön detailliert. Und Fröschchen. Wow.
Wow. Sag mal, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, ne? Im Wasser, unter Wasser zu sein. Sehen tut man hier erstmal nix. Und ich denke, das ist auch nicht so ganz klar, wo dann oben und unten ist. So, wir steigen hier erstmal aus. Auf der anderen Seite des Sees. Ja, und laufen hier mal rüber zu dieser Hütte. Zur Hütte des alten Vaters. Ja, naturverbundener Kauz. Und gucken, was es hier so gibt. Ja, eine Tonne, ein Paket. Oh ja, innen ist auch ein bisschen eingerichtet. Ja, linke Maustaste, Objektinteraktion. Genau. Oh, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Tür. Auf das Zeug und... was ist das denn hier? Eine Wildsau. Ja, ein Wildschwein. Oh Mann, oh. Feuerstelle. Feuer, ach so, nee, hier. Ah jo, Temperatur ist ein bisschen niedrig, ja, und zuerst sollte man Feuer angemacht werden, um den Raum aufzuheizen oder aufzuwärmen. Und was sagt er hier noch das letzte Mal, als er hier die Spielfigur als die hier die Feuerstelle vorbereitet oder fertig gehabt hat, ja, wie auch immer zum Anzünden, wurden nur noch hier die Zündhölzer benötigt, ja. Das ist schon mal gut. Das heißt, das Spiel sagt uns gerade hier, Zündhölzer finden. Und wie es der Teufel so möchte, hier sind sie auch, ja, linke Maus, eine kleine Schachtel Zündhölzer. Aber es ist nur noch ein Zündholz drin, ja. Bucket. Ah jo, bevor wir hier Wasser sammeln, ja, sollte ich erstmal die Feuerstelle hier in der Hütte anmachen. Das klingt auch ganz... Ja, im Journal ist auch kein neuer Eintrag drin. Das klingt auch ganz plausibel und ich denke mal, oh. Oh ja. Ja, das heißt hier, jetzt geht's los, ist auch da gestanden. Wasser holen und da ist es. Gott sei Dank ist hier die Quelle nicht weit von hier entfernt und ja, habe ich irgendwie verpasst den Rest. Das denke ich mal ist nicht die Quelle. Ja. Ja, das Wasser mager nicht. Es ist dreckig und weiß der Geier voll von welchen Parasiten. Also Ungetüm, Mistvieh, mikrobakterielles Gedöns und warten wir mal, wo wissen wir eigentlich? Hier hinten ist eine Tür, ne? Das steht mal fest und da ist ein Weg. Oh Mann. Er sagt auf jeden Fall hier, the well, das denke ich mal der Brunnen, ja? Der ist nicht weit von hier entfernt, stand gerade vorhin hier. Gucken wir mal, was es hier hinten gibt. Einfach mal reingucken. Oh ja, oder? Sieht das so aus? Oh ja, das gefällt mir. Aber was ist das hier? Oh ja. Ja, Schrittgeräusche, das gefällt mir. Metallisch, angepasst an hier die Oberfläche. Aber wenn ich drauf springe... Nee, dann passiert hier erstmal nichts. Das ist nur beim Gehen. Hier ist auch der Brunnen. Ja, linke Maus und... Gut, ja. In Ordnung, ist jetzt aufgefüllt und es sollte genug sein, um zu trinken und sich waschen zu können. Sag mal, das ist wahrscheinlich hier vom Entwickler noch beabsichtigt, dass die Animation erstmal ausblenden hier ins Schwarze, weil die Animation noch gar nicht vorhanden sind. Ja, schnellen Schrittes laufen wir hier auch zurück und ja, das dachte ich mir auch gerade. Was ist denn das hier bitte? Was ist denn das hier bitte? Wow.
Ja. Ich sag mal, einfach rumfummeln, ne? Oder anfummeln. Oh Mann, jetzt bin ich wirklich aufgeregt. Wow, wow. Ja, der fragt sich dasselbe wie ich. Wo bin ich? Ja, ich hätte das wohl nicht anfassen sollen. Ach du heiliges Kanonenrohr. Ja, ist hier mit einer Kette verschlossen und Examine untersuchen. Ja, was sind diese großen, riesigen Strukturen? Was? Ja, geben einen großen Teil Energie ab. Warten wir mal. Auf jeden Fall ist die Plattform hier verbunden mit einigen großen Kabeln, die aus dem Boden kommen. So, ich habe hier gerade einen Stein aufgenommen und das Spiel sagt mir hier, damit können wir probieren, das Schloss hier vorn zu knacken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich hier vorhin noch so, ja, mit, das sieht mir aber gar nicht so düster aus. Mann, oh Mann. Ja, das hier sieht auch gerade nicht so freundlich aus, ne? Mein lieber Scholli. Ja, Halleluja Gott zum Gruße. Und Salomon und Söhne, da ist mal ordentlich was los. Wow, wow. Ein Sicherungskasten hier. Nee, ich denke mal, ich lasse das hier erstmal so stehen, ne? Schon sehr beeindruckend. Oh Mann. Hauptsache weg von hier. Ja. Und was zum Geier ist das eigentlich für ein Geräusch hier? Ach so, haben wir einen neuen Journaleintrag? Oh ja, oh ja. Ein unbekannter Platz, ja. Ja, was war das? Unsettling ist hier ein bisschen unkomfortabel, unwohlfühlend. Dieses unwohlige, sphärische Kugelteil. Was ist das gewesen, ja? Es schien ein bisschen wie etwas, das hier Gott selbst geschaffen hat. Und sobald ich das berührt hatte, sah ich nur mehr ein gleißend weißes Licht und die Welt um mich herum begann sich zu verzerren und mich einzusaugen. Nee, andersrum. Sich, ja, wie auch immer, drumherum zu biegen. Ich fühlte eine unbeschreibbare Furcht.
wenn genau für einen Moment das Gefühl, meinen Körper zu verlassen, gegenwärtig war. Das Terrorgefühl war so stark, dass meine Sinne mich nahezu verließen. Als ich meine Augen öffnete, konnte ich nicht glauben, was ich sah. Es war ein unbekannter Platz, inmitten eines Käfigs. Glücklicherweise konnte ich entkommen. Aber was ist denn eigentlich passiert? Wo bin ich? Ich kenne diesen Ort nicht. Und muss mir definitiv Hilfe suchen, aber vor allem verstehen, was hier los ist. Jo, das sagt uns das Journal. Liest sich jetzt auch nicht besser als das, was ich hier zu erleben bekomme. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist auch eine ordentliche Atmosphäre, oder? Natürlich. Schon eine rhetorische Frage. Das ist eine ordentliche Atmosphäre. Hier gießt es auch in Strömen, ja. So soll Regen aussehen und so soll sich Regen anhören. Oh Mann, ich lauf einfach nur. Hier, Boden auch unter Wasser. Ein bisschen müssen wir hier das Spiel natürlich auch unter die Lupe nehmen, ne? Da vorne ist eine Hütte. Hier vorne... Oh, nicht nur eine Hütte, hier ist ein Haus. Ja, und da im Haus brennt Licht. Ich muss hier unbedingt sofort Hilfe suchen. Ich weiß auch gar nicht so recht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Immerhin hatten wir hier schon den ein oder anderen Vorschlag vom Spiel bekommen. Ja, irgendwas zu tun. Ja... Gut, rein hier in die gute Stube. Ich sehe irgendwie auch nichts. Hier muss ein Schalter neben der Tür sein. Ja, es ist sehr dunkel und hier ist er auch. Oh, ich sag mal, sieht hier schick aus, ne? Encrustations and dirt everywhere. Ja, überall sind, weiß ich nicht, irgendwelche, keine Ahnung, und Schmutz. Ja, und wir trinken hier aus diesem Abfluss das Wasser besser erstmal nicht. Ja, und es riecht absolut übel. Auch wenn hier ein Brötchen mit einem Tüchlein auf dem Tisch liegt. Broken Ladder, eine kaputte Leiter. Ja, die Leiter ist entzwei gebrochen. Fantastisch. Ja, ein kurioses Objekt. Wurde auf jeden Fall mit viel Sorgfalt hier erstellt. Page, eine Seite. Die heutige Entdeckung war unglaublich. Ich weiß nicht, was ein Coded Book ist. Ja, programmiert ist es, kann das auf jeden Fall nicht bedeuten. Ja, sagen wir mal, das Buch scheint hier eine Anleitung zu enthalten, eine Maschine zu bauen. Ja, und scheint hier recht frei verständlich zu sein anhand der Zeichnungen. Wo es
gebaut wurde. Nee, wieder faithfully reproduced. Ja, auch so ein Thema. Wir haben versucht rauszufinden, was die Funktion davon ist. Vor Jahrzehnten bereits. Und besitzen nun die Antworten, die wir gesucht hatten. Wir haben bereits an der Übersetzung gearbeitet. Und es scheint hier von weit entfernten Verwandten, was sind die Ancestors hier, die weit zurückliegen hier, ne? Die, ja, ihr wisst schon, geschrieben worden zu sein. Von hier weit irgendwer. Und es wurde hier aufgefunden irgendwo in einem alten, verbuddelten Raum. Und waren eigentlich ganz glücklich dabei. Oder hatten Glück, das zu finden. Wir hatten viel Glück, das zu finden, ja. Ja, und in dem Raum waren auf jeden Fall ein Haufen Metallteile, die einiges von der Technologie, die diese Maschine besitzt, auch teilt, oder sehr ähnlich zu dieser Technologie ist. Das Spiel sagt hier auch gerade, rechte Maustaste, um Seiten und Dialoge wieder verschwinden zu lassen. Wir haben hier auch ein Telefon. Ja. Geht natürlich nicht. Kein Freizeichen. Ja. Ja, die Tür ist versperrt. Es gibt hier keinen Weg, die Tür zu öffnen. Ich sag mal, hier sind auch nicht unbedingt hier Schubladen, die man öffnen könnte, wie das aussieht. Hier ist eine Kiste, aber da ist nichts drin. Ja. Gut, dann geht das erstmal hier wieder raus. Ich sag mal, wie sich das gehört, Licht aus, Tür wieder zu. Und mein lieber Scholli, wenn hier jetzt einer kommt, um mich hier zu erschrecken, dann setzt es erstmal was. Aber da hinten ist auch noch was. Ja, wieder versperrt. Hier kommen wir erstmal nicht rein. Außen rum gelaufen. Ja, raufgesprungen ist nicht. Ja, auch abgeschlossen. Oh, ich denke mal, das ist auch hier der Elektroraum, ne? Der Stromraum. Und, na, ich weiß nicht. Irgendwie scheint das hier miteinander verbunden zu sein, wo wir vorhin hier gewesen sind. Die stecken wohl alle unter einer Decke. Die Pappenheimers hier. Oh, wir sollten das Haus untersuchen, ja, bevor wir weiterlaufen. Das ist ja auch mal interessant. Wie es aussieht, hatte ich hier was vergessen. Die Frage ist nur, was? Ja, oben. Das Licht ist hier oben. Oh ja, die abgebrochene Leiter. Das da, hier ist ja was gewesen, ne? Ja, wie komme ich hier rauf? Ja, man kann hier rauf, aber die Leiter ist kaputt. Ich muss einen anderen Weg finden, sagt mir das Ding. Oh Mann. Ja, jetzt ist erstmal hier die Frage, wie, ne? Es ist etwas von hier drin.
Ja, oder aber es ist hier irgendwo eine Leiter noch in der Gegend. Ja, was ist das denn? Nee, das nicht. Ja, das ist auch ein schöner grafischer Effekt hier. Aufprickelndes Regenwasser. Ja, also ich sag mal ehrlich, ich weiß jetzt gerade nicht so recht, wo lang. Oha. Ja, da ist so eine Art Höhle. Ich sollte da nicht reingehen. Es ist zu dunkel. Ja, die Frage ist ja an für sich, was suche ich denn genau? Eine Leiter? Eine funktionstüchtige Leiter? Ich weiß es nicht. Ja, hier dürfen wir ja offensichtlich nicht rauf. Ja, hier Objekte verschieben ist wohl auch nicht drin. Ja, das ist eine gute Frage. Ich mache jetzt auch erstmal eine Pause, eine kleine Pause und bin direkt wieder zurück in Kürze, ne? Bis gleich.
Jo, ich bin mal auch wieder hier im Haus drin. Und von hier starten wir wieder los. Ich bin hier ein bisschen rumgekreucht und rumgefleucht. Stellt es sich raus, ja? Hier ist eigentlich nur einmal oben rein zu gucken und rauszufinden, oh mein Gott, die Leiter ist gebrochen, man könnte auch raufgehen, aber muss einen anderen Weg finden. Und dann kann man hier weiter runter durchlaufen. Ja. Das heißt, man muss hier nicht wirklich was finden. Und damit man mich hier ein bisschen besser versteht und der Regen hier uns nicht in das Gesicht hinein pritscht, sag ich mal, und flitzt und spritzt, bin ich auch hier im Haus noch geblieben. Und ich sag mal, wir bewegen uns jetzt weiter. Oh. Oha. Die Hütte ist hier versperrt. Ah jo, da gibt's auch einen kleinen Weg hier rüber. Ja, und dann geht das hier weiter. Eine Ruine. Das ist eine Ruine. Das ist auch alles ein bisschen dunkel hier, das... schafft mich schon ein bisschen. Aber gut. Das Spiel ist, soweit ich das mitbekommen habe, gut auf Atmosphäre hier ausgelegt. Und ja, das macht es gut. Das macht es ohne dies gut. Oh, ein bisschen durchkriechen. Ich sag mal, welcome back. Ja, willkommen zurück. Irgendwie ist mir gerade vorhin das Spiel abgeschmiert. Ja, so richtig abgefahren mit, was weiß ich. Blabla, Windows, ihr kennt das. Ich hoffe jetzt mal, dass wir irgendwo dort weitermachen können. Über den Continue-Button im Hauptmenü. Nee, nicht so ganz. Und ich merke auch gerade eben... die Maus-Sensitivität ist hier wieder zurückgestellt worden. Das hat das Spiel so nicht ordnungsgemäß mitgespeichert. Da wir die Stellen hier jetzt an für sich schon kennen, ja, klicke ich hier einfach nur mal alles durch, damit wir das auch durch haben. Ja, haben wir gelesen vorhin. Kennen wir auch schon. Ja. Ist verschlossen, ist gebrochen, wollen wir nicht trinken und kommen wir nicht nach oben. Ja, so. Drüben ist natürlich auch geschlossen. Ja, und ich sag mal, weiter geht's hier runter. Nee, da rein hier nochmal kurz. Ja, nicht reingehen. Gut, so, alles abgeklappert, das wir vorhin auch schon hatten. Ich denke mal, bis hier gleich mal irgendwo hin... ist das Ganze schon bekannt. Ja, ist auch eine Demo, ja. Und nicht nur das. Neues Spiel, das sich absolut in Entwicklung befindet, bekommt man hier auch über indiedb.com. Da darf das definitiv schon mal abschmieren, das Teil. Waren wir hier vorhin? Oh nee, hier waren wir nicht. Oh mein Gott. Das sieht aber schick aus, ne? Ordentlich eingerichtet. Ja, kommen wir auch nicht rein. Also ich sag mal hier bei der grafischen Gestaltung, da hat sich der Entwickler definitiv Mühe gegeben. Ja, ja, was heißt hier? Die Tür ist versperrt, wir kommen hier nicht durch. Hallo? Ach so, ich denke mal, der bezieht sich hier auf die Tür, die darunter liegt. Oh, was weiß ich. Gibt's hier einen Haupteingang?
Ja, nee. Ja, einen Balkon gibt's hier. Ja, schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, jetzt wird hier gespeichert. Da vorne ist auch irgendwas. Und okay. Okay. Was ist das? Was ist das? Gut, das hier ist erstmal nur, ja, ich hoffe, nur eine Ruine. Aber irgendwo ist hier noch irgendwas anderes. Oh ja, oh ja. Hier ist irgendwo noch irgendwas anderes und das ist wohl dort hinten. Wir hätten bei der Hütte bleiben sollen. Den Wassereimer hier aufstellen. Oh, das... Oh... Hier ist was abgesperrt. Hier ist eine Leiter. Eine Leiter. Oh, und die habe ich mit, ja. So, die Leiter ist exakt das, was ich benötige. Sie ist zwar ziemlich schwer, aber... Mann, oh Mann. Tja, aber wir nehmen sie mit. Oder irgend sowas ist... dort gestanden. Was ist das Geräusch vorhin gewesen? Die Tür ist versperrt und es gibt einen Haufen Blutspuren. Ja, so. Ja, ist das Blut von nur einer Person? Ist die Aussicht schon mal ganz gering, dass die Person noch lebt und wird... mit ziemlicher Sicherheit bereits tot sein. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier runter sollen. Ja, wahrscheinlich eben, Mann, nicht. Oh ja, da geht es tief runter. Und ehrlich, mir ist das jetzt einfach Wurst. Ja, jetzt geht's hier direkt zurück. Ich will hier eigentlich nur so schnell wie möglich, will ich hier irgendwo zurück und unterkommen. So wie das aussieht, läuft hier die Spielfigur auch endlos. Na komm, gleich haben wir's. Oh nee, doch nicht endlos. Ja. Guten Mann erstmal verschnaufen lassen hier. Und weiter geht's. Komm hier noch ein Stück, du hast es gleich. Die Kerzen leuchten noch immer.
Und das kann nicht allzu lange her sein, sagt er hier. Oh Mann, oh Mann. Ja, Tür ist wieder verschlossen. Was ist das hier? Ja, das ist eine Büste, heißt das, denke ich. Und zeigt hier eine Kreatur mit Tentakeln. Ja, den kennen wir. Den kennen wir gut hier, ne, den Kollegen. Aber ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr so sicher, ob das Spiel nicht an für sich hier an der bereits bestehenden an einem bereits bestehenden Universum, sag ich mal, anknüpft. Ja, jetzt wo ich das so sehe. Aber gucken wir hier mal. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Was könnte dem Kerl denn passiert sein? Das Blut ist noch ganz frisch. Aber es sind hier keine Spuren von Haut oder Organ. Es sind nur noch Knochen übrig. Zusammengehalten von irgendeiner merkwürdigen und klebrigen Masse. Ah jo, der Code. Ja, der Code ist quasi hier so der Schlüssel, ne? Die verschlüsselte Sprache. Die verschlüsselte Sprache, die hier von denen benutzt wurde, die das Buch geschrieben hatten, ist etwas, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Von der Komplexität wie auch von der Schreibweise. Es scheint keinen logischen Schemen zu folgen. Und jede Seite ist hier in einer unterschiedlichen Art und Weise geschrieben, die nicht dem Stil der Vorseiten entspricht. Wie auch immer, die Zeichnungen sind auf jeden Fall einfacher zu interpretieren und haben uns bereits wichtige Details offenbart. Die Maschine scheint seit jeher in der Zeit zu existieren. Bei irgendeinem großen Ancient, ja, auch wieder so ein Vorfahre, von einem großen Vorfahren selbst erschaffen. Wenn das so ist, könnte die Funktion dieser Maschine weit über unsere Erwartungen hinausgehen. Das Wissen, das wir Auserwählten bereits einverleibt haben, zusammen mit der Hilfe dieses Buches, wird es uns ermöglichen, die Geheimnisse der Maschine zu entdecken. Nee, oder? Nee, nee. Ja, was war der Sound? Was war das Geräusch hier? Das will ich auch wissen. Oh Mann. Ich weiß nicht, soll ich runtergehen? Ja, der Kerl ist tot. Was könnte ihn... Und die Haut hat eine merkwürdige Farbe. Ist ziemlich dick und steif, wenn man es anfasst. Aber hat hier einen Schlüssel in seiner Tasche? Den sollte ich hier wohl nehmen. Oh Mann. Oh Mann. Nee, ich möchte nicht so enden wie der arme Mann. Ja. Und ich gehe hier nicht rein aus einem guten Grund heraus. Das sagt uns hier das Spiel. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel hier hingehört.
Ja, die Frage ist, wie viele verschlossene Türen gibt es hier in diesem Spiel, die einen Schlüssel benötigen? Ja, ist aber Hauptsache hier weg, ne? Hauptsache hier weg. Ich weiß aber auch nicht, wohin. Oh, neuer Journaleintrag. Fantastisch. Ja, die alte Hütte in den Wäldern. Ja, ich durchlieb einen Albtraum. Irgendwas hat hier den armen Mann vor meinen Augen umgebracht und ihn meterweit weggeworfen. Ich habe zwar seinen toten Körper untersucht und rausgefunden, dass die Hautfarbe sehr merkwürdig war. Aber ich war tiefstens schockiert von dem, was ich hier im Haus gesehen habe. Was könnte wir oder was könnte dieser Person das angetan haben? Überall war Blut und nur Knochen waren übrig, zusammengehalten von einer merkwürdigen Substanz. Das kann doch alles nicht wahr sein. Aber viel mehr. Ich habe hier noch Seiten aus dem Journal gefunden, die erwähnen, dass hier ein uraltes Buch gefunden wurde und die Geheimnisse der Maschine aufgedeckt werden sollen. Was auch sehr, sehr alt zu sein scheint. Ich muss mich beeilen und einen sicheren Ort finden, wo ich die Nacht verbringen kann, bevor es dunkel wird. Hier ist es nicht sicher. Und nach dem, was ich gesehen habe, möchte ich hier nicht im Wald in der Nacht bleiben. Ja, der Meinung bin ich auch. Der Meinung bin ich auch. Und das Spiel erzeugt eine wunderbare, gute Atmosphäre. Ich bin hier innerlich leicht angespannt. Ich bin mir auch jetzt gar nicht mehr sicher, wo ich eigentlich bin. Nee, aber hier muss ich, ne? Ich sag mal, wir hoffen jetzt, dass wir in der Hütte hier, wo wir vorhin gewesen sind, Zuflucht finden. Ja, genau, in dieser Hütte. Nee, auch nicht. Da gibt's aber keine andere Tür, ne? Ja, die Tür. Aber das ist keine Tür. In solchen Sinne. Ja, sagen wir, dann bleibt uns hier nur noch eine Möglichkeit. Eine einzige Möglichkeit. Bleibt uns hier jetzt noch. Ja. Ja, ich denke mal hier irgendwo. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Auweia. Auweia. Ja, wir haben jetzt hier die Tür aufgesperrt. Ich gehe auch mal rein. Und damit ist auch die Demo-Version zu Ende. Ja, vielen Dank, dass ihr die Demo gespielt habt, sagt uns der Entwickler hier. Wenn ihr weiterspielen wollt und rausfinden, was passiert, einfach die Vollversion kaufen. Am Ende des Jahres 2016 soll diese erscheinen. Linke Maus, um fortzufahren. Ja, wunderbar. Ja, hier ist er. Alessandro Guso. Ja, und übersetzt hier von Francesca Domenigoni. Ja, ins Englische. Wunderbar. Ich sag mal, das haben die gut gemacht. Ja, ich bin jetzt hier durch den Wind, rauf und runter. Das Spiel ist packend. Ja, ich schwitze ein bisschen hier aus meinen Poren raus. Wow, eine gute Atmosphäre, wirklich. Ich sag mal, das ist eine Demo, die ist definitiv wert, gespielt zu werden. Und ich sag mal, das waren meine Eindrücke hier von The Land of Pain in der Demo-Version. Ich danke fürs Zugucken.
lasst mir auch ein bisschen Kommentare hier. Ja, das ist jetzt hier eine andere Art Let's Play gewesen, die ich sonst immer, wie üblicherweise, auf meinem Kanal zur Verfügung stelle. Gebt mir hier ein bisschen Rückmeldung bitte. Ja. Aber auch, wie euch das Spiel gefällt. Ich sag mal, spielt das Teil selbst vielleicht. Ja, mir ist noch ganz hier, mir läuft's noch ganz hier. Wirklich mit Nackenhaaren aufgestellt ein bisschen und kaltwarm geht's hier. Jo, sag ich mal, das ist die Axt im Walde gewesen. Durchgenässt, also verschwitzt, ja. Und wirklich sehr beeindruckt. Ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, wir hören uns wieder.